Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Link. The Legend of Zelda, The Wind Waker. Mein Gott, jetzt habe ich den Einsatz total verkackt, Alter. Naja, was soll's. Ich hoffe, die Mikroqualität ist jetzt mal besser geworden. Ich habe, glaube ich, eine Stunde dran gesessen. Ja, naja, was macht man nicht alles. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir schon den Auftrag hatten, hier hinzugehen. Aber, naja. Wenn nicht, dann greife ich halt mal was vorweg. Sollte auch nicht so schlimm sein. Nee. Das kratzt noch ziemlich auf den Lautsprechern. Ich hoffe, das wird sich später, auch noch irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Wobei natürlich für euch sowieso nur leise im Hintergrund zu hören ist. Wenn ich jetzt hier die volle Dröhnung auf den Kopfhörern die ganze Zeit habe. Das Lied des Windes. Heißt ja auch The Wind Waker, ne? Wirklich ein... mustergültiger Wind? Gestatten Zepos, meines Zeichens Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Für dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliches Windverständnis, Junge. Du gefällst mir. Das Lied, das du soeben erlernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämenderweise verlor mein Bruder Sisolos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Daher lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du auf See also auf meinen Wirbelsturm, auf einen Wirbelsturm treffen, dann bring meinen Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Ja? Anspielung auf Star Wars, oder was war das jetzt? Naja, egal. Dann wollen wir mal zu unserem Boot gehen. Es hat ganz den Anschein, als hätte Ganon seine Herrscharen geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann... Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen sofort zum nächsten Demont. Setz die Segel und nimm Kurs in Richtung Süden. Komm, Link. Jetzt geht das hier wieder los. Warum kann ich nicht an Bord gehen? Spiel? Was ist da los? Leider kann ich dich nicht an Bord lassen, bis wir Nordwind haben. Nee. Bei unsicherer Windlage in See zu stechen, wäre nämlich ein zu tollkühnes Unterfangen. Übrigens kommen mir Gerüchte in den Sinn, laut denen der Gott des Windes auf dieser Insel residieren soll.
Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ja, da habe ich dann doch schon vorweggegriffen. Ja, wie kam ich jetzt nochmal auf die Karte? So. Wir müssen nach Süden. Also Südwind, nicht Nordwind. Hey. Da, do, di. Blim. So, Südwind. So, da kannst du mich ja jetzt an Bord lassen, oder? Dankeschön. So, segeln wir denn auch? Ja, noch nicht ganz. Immer noch nicht. Jetzt aber. Das dürfte dann die Insel jetzt mit dem Dekobaum sein, wenn ich mich recht entsinne. Nicht so hastig, Junge. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber außer dem großen Weidmeer ist da ja sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll das denn bitte für eine Seekarte sein? Wenn dem, was den, wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also, falt mal geschwind deine Seekarte auf. Ja, toll. Springt mit dem Pinsel im Mund zu unserer Seekarte. Eigentlich müsste da jetzt nur ein großer Fleck auf der Karte sein. Naja. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast. Denn ohne ein kleines... Ohne eine kleine Flugeinlage wirst du da leider kaum hinkommen. Aber da kann man wohl nichts machen. Also, lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wär's soweit von mir. Außerdem habe ich auch all meinen Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid gesagt. Wenn du also in der Nähe einer Insel einen Fisch herumspringen siehst... Dann wirf ihm doch ein wenig Futter zu. Dann zeichnet er die Insel auf deiner Seekarte ein und verrät dir noch eine nützliche Information. Obendrein. Hehe, roter Laue. Leue. Damit wären wir quitt. Viel Glück. Okay, halt auch immer die beiden zusammen zu schaffen haben. So, wir befinden uns jetzt in Richtung Süden. Das kann jetzt erstmal eine lange Fahrt werden. Ich sollte dann mal gucken, dass ich eventuell mal so einen Terrierhändler finde. Und mal ein bisschen Futter kaufen gehe. Ich könnte uns nämlich das ein oder andere Secret einbringen, aber... Ich glaube, das werde ich sowieso erst nach und nach machen, wenn ich auch einen Großteil der Items habe. Wie gesagt, ich werde hier nicht zu 100% spielen, aber wenn wir an einer Insel vorbeikommen und da ist dann gerade ein Fisch, warum nicht? Zu dem Vulkan müssen wir so oder so später noch hin. Können wir eigentlich direkt mal gucken, wo der sich befindet. Ach, der befindet sich direkt hier. Na denn. Die ganzen Außenposten müssen wir auch noch erkunden. Aber alles zu seiner Zeit. Wir werden jetzt erstmal die nächste Insel aufsuchen und dann den nächsten Tempel machen. Ich möchte nämlich schnell vorankommen hier in dem Spiel. Um nicht so viel Zeit zu verschwenden. Denn das ist mein Ziel. Das Spiel wird sowieso lange dauern. Also ich gehe mal von mindestens 75 Parts aus.
Sollten wir es schneller schaffen? Juhu! Ansonsten, naja. Was soll's. Und das war eine geniale Idee, ein Glas mit einem Strohhalm hier hinzustellen. Ah je, ein paar Wirbelstürme, aber ich meine, die machen glaube ich nichts. Außer, dass die uns vom Kurs abbringen, wenn sie uns erfassen. Werden wir jetzt sehen. Ja. Mehr machen die nicht. Wir wirbeln uns ein bisschen durch die Gegend, das sind halt noch die Kleinen. Wir müssen nur vor dem Großen aufpassen. Wo der Bruder von dem einen da war. Von dem Windkutt. Na, jetzt wird es nur Nacht. Ich habe schon gedacht, da hinten wäre der. Aber das war wohl die Abenddämmerung, die Abendsonne. Oder auch das Unwetter. Ja, ich meine, das Unwetter sagt uns an, dass der hier irgendwo in der Nähe sein muss. Naja. Dann wollen wir mal gucken. Da vorne könnten die zwei Berge, das könnte das schon sein. Oh, zum Glück habe ich die Maus parat, um mich mal kurz zu muten, ey. Ja, auch ich hab's mich als leicht erwischt. Aber solange es nur eine leichte Erkältung ist. Warte mal, da ist ein Schatz, den können wir uns mal eben gönnen. Müssen wir nur gucken. Ja, wo war der jetzt? Wir haben gerade Tag-Nacht-Wechsel. Oder in das Winter rein. So. Weil das ist nämlich auch ein schönes Gimmick. Wir können alle unsere Items, die wir finden, zum Großteil mit unserem Boot kombinieren. Ja, wobei eigentlich alle. Ich glaube, das sind jetzt nur die Bomben und der Greifer gewesen. Naja, rote Rubin. Immerhin. Hat sich ja schon wieder, naja, fast gelohnt. Ja, und da vorne, das müsste die Insel sein. Will ich auch direkt mal gucken, ob ich einen Terry-Händler finde. Knack, knack, knack. Ja. Ich habe jetzt alles ein bisschen leiser gestellt. Das werde ich hinterher alles dann... Wenn ich das Video bearbeite, wieder ein bisschen lauter stellen. Um es für euch angenehmer zu machen, damit ihr nicht die Boxen auf Maximum schalten müsst. Naja, erstmal gucken wir hier. Das ist die Frage, auf welche komme ich drauf? Hey. Land in Sicht! Das ist dein... Zielort, die Insel Tantopia. Tantopia. Ach, guck mal, ein Terry-Händler direkt vor Ort. Das ist doch schön. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer herangen. Ragen, mein Gott. Aber auf dieser Insel liegt ein üppiger Wald. Mein Gott. Die Heimat des Dekobaums. Das Terra. Ach, der Terra-Hüter. Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt. Pharoras. Diamant im Empfang zu nehmen. Ich habe die Befürchtung, dass uns Garn auch auf dieser Insel zuvorkommen kommen sein könnte. Sei also auf der Hut. Der Terry-Händler liegt am Strand. Dann können wir den mal direkt holen.
Oh, verehrter Kunde, bei einem Terra-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwa etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach, ich kaufe es Ihnen ab. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Ja, erstmal die Futtertasche. Thank you! Mit der Futtertasche können wir maximal 8x3 Portionen. Ja, das ist doch ganz gut. Sie sind mein Lieblingskunde. Ich werde Sie nie vergessen. Ich fertige eine Kundenkarte für Sie an. Wenn Sie viel einkaufen, bekommen Sie Punkte gutgeschrieben. Und für dies gäbe es irgendwann mal einen tollen Bonus. In meinem Laden ist der Kunde König. Woanders bekommen Sie so einen Service nicht geboten. Damit haben Sie jetzt einen Punkt gesammelt. Sammeln Sie 30 Punkte und werden Sie VIP-Kunde. Ja. Beehren Sie mich bald wieder. Das werde ich auch machen, und zwar direkt noch einmal. Ich will nämlich gucken, ob du noch was zusätzlich kriegst. Oh, dieses Kratzen im Hals. Na, gut. Hereinspaziert. Es ist mir jedes Mal eine Ehre. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, einfach... einfach herzeigen, ich kaufe es Ihnen ab. Oder wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Ja, gib mal ein bisschen was her. Mit dieser können wir nämlich Möwen die Kontrolle über Möwen bekommen. Um Inseln nach Geheimverstecken abzusuchen und so was. Oh, davon nehme ich direkt mal 2, 3 mit. 4 Punkte schon. Ja, Universalfutter. Ja, ich weiß, es ist für die Fische. Ich meine, man konnte auch noch irgendwas anderes damit anlocken, aber fragt mich nicht mehr, was, ich habe keine Ahnung. Das ist schon zu lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. 6 Punkte. 7 Punkte. Ja, das wird doch schnell gehen hier, wa? 8 Punkte. Ja, komm, eine nehme ich noch. Mehr können Sie aber nicht tragen. Naja, da haben wir immerhin schon mal einiges an Geld rausgeschmissen, 100 Rubine. Und, ja, das sollte doch für den Anfang eigentlich reichen, will man meinen. Na komm, hoch da. Hoch da! Hier müssten wir das Dungeon-Item, war glaube ich hier das Blatt, wenn ich mich recht entsinne. Autsch! So, gib mal einen Stock her. Ach ja, das war ja die Geschichte. Den Samen dieser komischen Pflanze bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die ganzen Items gut waren. Da müsste ich mich echt nochmal erkundigen, sag ich mal. Hier war doch genau. Muss ich reinjumpen. Warum die man hier keine Dekostöcke mehr kriegt? Keine Ahnung. Da ist noch ein Samen jetzt gespawnt. Mist. Jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Ach, was mache ich denn da? Das Segel brauche ich doch jetzt gar nicht. So, dann wollen wir mal darüber. Hier befindet sich ja auch noch ein Geheimgang, wenn ich mich richtig entsinne. Also die Frage war, der linke oder der rechte? Ist egal.
Man braucht sowieso ein bisschen mehr Anlauf. Bäh. Egal, das ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe. Wir sollen erstmal zum Dekobaum, dann machen wir das auch. Also auf ein neues, zu tief. Ach, ey, ich muss unbedingt mal... Mir hat angewöhnt mit dieser scheiß Flugzeugsteuerung hier. Dieses Hoch- und Runtergucken. Autsch. Hast du irgendwas? Nur ein Herz. Nein, danke. Warte, ich muss aber auch erst zuerst ausschalten, bevor wir weiterkommen. Das war nämlich klar hier. Ansonsten werden wir nämlich von der Strömung mitgerissen. So, weiter geht's.